Ja, nimm Platz auf unserem Verhörstuhl. Kein elektrischer Stuhl. Nein, es ist. Also bis jetzt hat er nie funktioniert. Gut. Also, Christa, ich stelle dir ein paar Fragen. Ja. Es hat entweder oder Fragen dabei und auch solche, wo ich gerne ein, zwei knackige Sätze als Antwort. Knackig? Mhm. Ja. Bist du parat? Ja, ich bin parat. Gut. Und los. Was stört dich am meisten, wenn du in der Schweiz Ferien machst? Die Baustelle. Es gibt Baustellen überall auf dem Weg. Und eigentlich, das ist nicht so erbaulich, würde ich sagen. Gut, zweite Frage. Wir haben noch ein paar. Tessiner Brötli oder Sixpack? Ein Tessiner Sixpack. Ehering oder Sponsoring? Gesponserte Hering. Zweite Röhre oder Braten im Ofen? Zwei Braten im Ofen. In welchem Kanton würdest du nicht wohnen und warum nicht? Ah, da gibt es zwei Kantone. Also im grossen Kanton, weil da würde mich Schocke fehlen. Und in den Alpkantonen, also ich habe nicht so gerne Alpensachen. Was hast du lieber, Kai Pirinha oder kein Piranha? Kein Piranha. Bed and Breakfast oder All Inclusive? Es All Inclusive Breakfast. Was änderst du als erstes, wenn du Tourismusdirektorin bist? Oh, da habe ich eine Liste. Also ich würde zuerst die Bauarbeiter in die Ferien schicken, auf jeden Fall. Beim Zoll würde ich die Zollbeamten bitten, Schöckli an die Touristen verteilen, wenn sie bei uns einreisen. Ich möchte meine. Ins Tessin, noch zwei, also noch ins zwei. Tessin das Flughafen Agno neu bauen, dass wenn man landet als Tourist, dann sieht man schon wunderschöne Palmen auf der Piste. Und ich möchte gerne Bellinzona als Hauptstadt nicht vom Tessin, sondern von der Schweiz definieren, weil dort haben wir drei Schlüsse, zwei Autobahnen. Danke, Christa Rigozzi. Merci.